und kommen jetzt erstmal zu Tagesordnungspunkt 15, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion Die Linke für ein Gesetz zur Änderung des Artikel 141 der Verfassung des Landes Hessen, Aufhebung der Regelung zur Schuldenbremse mit der Drucksache 20/5559 zu Drucksache 20/4130. Und die Berichterstattung hat der Abgeordnete Schalauske. Bitte schön. Frau Präsidentin, die Berichterstattung. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90 die Grünen, SPD, Freie Demokraten und AfD gegen Die Linke. Das zur Vielen Dank. Und Sie haben auch gleich das Wort, Herr Abgeordneter Schalauske. Das ist prima. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir beraten also heute in zweiter Lesung einen Gesetzentwurf der LINKEN, mit dem die Schuldenbremse aus der Hessischen Landesverfassung gestrichen werden soll. Dazu haben wir eine schriftliche Anhörung im Haushaltsausschuss durchgeführt. Und die Stellungnahmen in dieser Anhörung die belegen aus unserer Sicht, dass wir mit der Debatte um die Schuldenbremse einen politischen und wissenschaftlichen Nerv getroffen haben. Der Hessische Landtag ist auch nicht der einzige Ort, an dem darüber diskutiert wird, wie die Schuldenbremse abzuschaffen oder wenigstens zu reformieren sei. Es gibt z. B. im Sachverständigenrat eine immerhin einflussreiche Institution, aktuell keine klare Mehrheit zum Umgang mit der Schuldenbremse. Nach einer repräsentativen Umfrage unterstützen mittlerweile eine Mehrheit von Landtagsabgeordneten in Deutschland eine Reform der Schuldenbremse. Nur leider wurden wohl bisher wenige Abgeordnete aus Hessen befragt, wenn ich mir so die Debatte, die wir hier im Ausschuss und im Landtag führen, so Revue passieren lasse. Zur schriftlichen Anhörung eine Reihe von Anzuhörenden, die IHK, das Walter-Eucken-Institut, der Bund der Steuerzahler, die private Hochschule EBS und der Hessische Rechnungshof, die halten an der Schuldenbremse fest. Das ist nicht wirklich überraschend. Gleichwohl teilen aber viele andere Anzuhörende den Grundgedanken unseres Gesetzentwurfs nach Überwindung der Schuldenbremse. So die Stellungnahmen von DGB, IMK und den Professoren Bofinger und Truger, die die Intention unseres Gesetzentwurfs eindeutig teilen. Warum? Der DGB wie auch andere Experten bemängelt, dass mit der Schuldenbremse die goldene Regel der Finanzwissenschaft, nach der die Neuverschuldung in Höhe öffentlicher Investitionen möglich ist, über Bord geworfen sei. Und er verweist auch darauf, dass ein Kreditverbot nur vermeintlich generationengerecht sein kann, weil, und da sind wir auch mit dem DGB völlig einer Meinung, es bleibt für uns als LINKE völlig unverständlich, was daran generationengerecht sein soll, wenn wir kommenden Generationen zwar weniger Kredite, dafür aber marode Schulen und eine mangelhafte öffentliche Infrastruktur hinterlassen. Das ist wenig generationengerecht. Der Professor Bofinger von der Universität Würzburg erinnert in seiner Stellungnahme daran, dass selbst der Sachverständigenrat bereits in den 2000er Jahren vorgeschlagen hat, Staatsverschuldung nicht komplett zu verbieten, sondern die Finanzierung von Investitionen, die das öffentliche Vermögen eben auch erhöhen, und die Glättung kurzfristiger Einnahmeschwankungen zu ermöglichen. Deswegen kommt der Professor auch zu dem Schluss, es sei rein ökonomisch betrachtet, ich zitiere, es gibt keine Rechtfertigung für ein Verschuldungsverbot, wie es durch die hessische Verfassung derzeit vorgegeben ist, wie recht Professor Bofinger doch hat. In diesem Zusammenhang erinnert der DGB an den massiven Investitionsstau. Nach einer aktuellen Umfrage beträgt der Investitionsstau allein im kommunalen Bereich über 138 Milliarden €, davon alleine 43 Milliarden € im Schulbereich. So viel zum Thema marode Schulen. Und hier zeigt sich doch ganz deutlich an den Zahlen, die Schuldenbremse ist eine Zukunftsbremse, die dringend überwunden werden muss. Und dass die Schuldenbremse bisher nicht zu gravierenden Problemen geführt hat in den vergangenen Jahren, das hängt vor allem, und das zeigt die Stellungnahme von Professor Truger,
eindeutig eben an dem langen wirtschaftlichen Aufschwung und an den guten Steuereinnahmen, aber bestimmt nicht daran, dass das Instrumentarium der Schuldenbremse funktionieren würde. Selbst das Institut der deutschen Wirtschaft mit Blick auf die Investitionen hat gesagt, dass eine Abkehr von den bisherigen Regeln der Schuldenbremse sinnvoll sein können. Wir fanden es ein bisschen bedauerlich, dass sich der Kanzleramtsminister Helge Braun aus Gießen, der hat keine Stellungnahme abgegeben, obwohl wir ihn ja angefragt hatten. Wir hatten ihn als Anzuhörenden benannt. Er hatte sich ja im Handelsblatt für eine Aussetzung der Schuldenbremse ausgesprochen. Aber vielleicht interessiert sich der Herr Braun doch nicht so sehr für die hessische Landespolitik, wie so mancher Journalist orakelt hatte. Aber nur eine Vermutung. Einige der Anzuhörenden haben in unserem Gesetzentwurf bemängelt, dass eine Änderung der Landesverfassung nicht ausreiche, um das Ziel einer erleichterten Kreditaufnahme zu erreichen, sondern das Grundgesetz in Artikel 109 geändert werden müsse. Natürlich, das ist auch richtig. Und ich will auch noch einmal klar sagen, das ist uns als antragstellende Fraktion bewusst. Und das haben wir auch in der ersten Lesung des Gesetzentwurfs so gesagt. Unser Antrag ist ein Anstoß für eine Änderung, nicht nur in Hessen, sondern auch eine Änderung im Bund. Und ja, weil sich die FDP solche Sorgen gemacht hat, wir halten auch die sozusagen ökonomische Orientierung und Verfasstheit der Europäischen Union in dieser Frage für falsch. Und deswegen muss die auf lange Sicht nicht nur in Hessen, sondern im Bund und am besten in ganz Europa geändert werden. Einige der Anzuhörenden haben uns viel vorgenommen, aber es lohnt sich. Einige der Anzuhörenden bemängeln, dass bei einer Änderung der Landesverfassung die Vorgaben von Artikel 109 Grundgesetz landesrechtlich natürlich weiterhin abgesichert werden müssen. Auch da haben wir überhaupt keinen Dissens. Also notlagenbedingte Kredite und konjunkturbedingte Kredite. Wir sind aber der Meinung, dass diese Regeln nicht in eine Verfassung gehören, sondern eben in eine entsprechende Änderung des Ausführungsgesetzes. Und eine Änderung des Ausführungsgesetzes haben wir noch nicht vorgelegt, weil wir ja natürlich systematisch zunächst die Verfassung ändern müssten und wir uns natürlich auch daran machen müssten, das Grundgesetz zu ändern. Sollten diese Änderungsvorhaben etwas überraschend kurzfristig Erfolg haben, werden wir natürlich auch ein entsprechendes Änderungsgesetz vorlegen und die Anmerkungen der Anzuhörenden darin berücksichtigen. In einigen Stellungnahmen, die gehen so weit und sagen, naja, der noch bessere Weg wäre es eigentlich, um die Ziele des Gesetzentwurfs, also die Überwindung der Schuldenbremse, zu erreichen. Der würde darin bestehen, die Regelung in der Landesverfassung zum Umgang mit Krediten ganz komplett zu streichen und lediglich die Bestimmung des Artikels 109 Grundgesetz nicht in der Verfassung, sondern gesetzlich zu regeln. Wir sind der Auffassung, dass diese Hinweise bedenkenswert sind. Und wenn unser Gesetzentwurf wider Erwarten heute keine Mehrheit hier im Hessischen Landtag findet, werden wir auch diese Varianten weiter verfolgen. Interessant ist in den Stellungnahmen und ist auch deutlich geworden, dass es eine Vielzahl an Vorschlägen gibt, wie die Regelungen der Schuldenbremse umgangen werden können. Die schwarz-grüne Landesregierung hat sich ja im Umgang mit der Schuldenbremse selbst sehr kreativ gezeigt, hat erst das Ausführungsgesetz verändert, hat dann erleichtert, dass man eine Notsituation feststellen kann, ist mit einem 12 Milliarden Sondervermögen, hat man auch die Verschuldungsgrenze der Schuldenbremse umgangen. Und dann, wenn man das sich alles bedenkt, diesen kreativen Umgang, dann wirkt es doch sehr grotesk, wenn der Bund der Steuerzahler tatsächlich meint, dass sich die Schuldenbremse in der Krise bewiesen hat. Wir sind da ganz andere Auffassung. Die Schuldenbremse, die hat sich nicht bewiesen, sondern der kreative Umgang von CDU und Grünen damit zeigt, sie ist krachend gescheitert. Leider haben wir die Redezeiten verkürzt. Man könnte noch auf eine Menge Punkte eingehen. Ich will abschließend nur noch sagen, DIE LINKE wollte mit diesem Gesetzentwurf eine Debatte anstoßen, um das Ende der Schuldenbremse. Ich denke, die Debatte, das ist uns gelungen, die werden wir weiterführen. Und die Ablehnung unseres Gesetzentwurfs, die uns heute hier erwartet, die wird nicht der letzte Punkt in dieser wichtigen Debatte sein. Vielen Dank, Herr Abg. Schalauske. Als nächstes hat sich der Abg. Ruhl für die CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!
Entgegen der Behauptung von Herrn Schalauske ist tatsächlich außer dem DGB niemand für diesen Gesetzentwurf. Wenn man sich die anzuhörenden Unterlagen mal genau anschaut, sind selbst die, die inhaltlich das Anliegen durchaus unterstützen, gegen diesen Gesetzentwurf, weil er eben, und das haben Sie sogar selbst erwähnt, Grundgesetz- und Europarechtswidrig ist. Und andere Anzuhörende sagen ja sogar, dass Ihr Gesetzentwurf dem eigentlichen Anliegen gar nicht gerecht wird, weil man damit eigentlich eine Rechtsfassung wieder bekäme, die man vor 1967 hatte, nämlich, dass man nur projektbezogen Schulden machen kann und eben gerade nicht die goldene Regel umfasst. Und selbst der Herr Bofinger hat geschrieben, hat nicht geschrieben, dass er die Schuldenbremse gänzlich abschaffen möchte, sondern allenfalls vorübergehend aussetzen und danach wieder zur Schuldenbremse zurückkehren möchte. Also von daher kann ich nicht erkennen, dass sämtliche Anzuhörenden dem Gesetzentwurf der Linken zustimmen, sondern das ist ganz im Gegenteil der Fall. Und Sie haben ja jetzt gerade beim letzten Tagesordnungspunkt so schön humoristisch darauf abgestellt, dass es in Ihrer Fraktion viele Abgeordnete mit SCH, A und U gibt. Autsch besteht auch aus SCH, A und U, also ist Ihr Gesetz offensichtlich ein Autsch-Gesetz. Aber dieser Gesetzentwurf ist selbstverständlich auch inhaltlich abzulehnen. In der Zeit der goldenen Regel ist die Staatsverschuldung stetig angestiegen. Und das hat auch mehrere Gründe. Es ist zum einen unklar, was überhaupt eine Investition ist, definitorisch. Und deshalb ist es auch müßig, im Übrigen über eine zu geringe Investitionsquote zu sprechen. Denn Unterhaltungsaufwendungen in die Infrastruktur oder Bildungsausgaben zählen nämlich nicht als Investition, sondern als Konsum. Wenn wir z.B. politisch entscheiden, dass bei steigenden Aufwendungen mehr Landesstraßen saniert und weniger neu gebaut werden, dann sinkt die Investitionsquote. Wenn wir mehr in Bildung investieren, dann sinkt die Investitionsquote. Und deshalb ist die Investitionsquote gerade keine alleinige sinnvolle Messgröße für Zukunftsinvestitionen. Und außerdem wird auch der Wertverzehr des Anlagevermögens, der ja eigentlich selbstverständlich auch Konsum ist, nicht mit reingerechnet. Und auch das führt dazu, dass, wenn man bei der goldenen Regel bleibt, dass man dann zu wenig tilgt und dass die Schulden deshalb immer weiter ansteigen. Und deshalb ersetzt die goldene Regel in ihrer Wirkung Investitionsausgaben zunehmend durch mehr Konsumausgaben. Also den Linken geht es nicht darum, dass mehr investiert wird, sondern es geht ihnen darum, dass dadurch ersetzend mehr konsumiert wird. Und Gegenwartskonsum durch die kommende Generation zahlen zu lassen, ist alles andere als gerecht. Zweitens. Es geht um die Schuldentragfähigkeit des Staates. Gerade die Finanz- und Schuldenkrise in Europa hat uns ja gezeigt, welche Risiken von einer zu hohen Verschuldung ausgehen. Dann hat man nämlich keinen Spielraum mehr, um auf eine Krise wie diese zu reagieren. Und das Argument, dass man sich verschulden müsse, da die Zinsen niedrig seien, geht auch daher ins Leere. Denn in Zeiten der goldenen Regel wurde ja praktisch nie getilgt, sondern immer umgeschuldet. Und damit holt man sich mit einer höheren Verschuldung selbstverständlich dann auch höhere Zinsänderungsrisiken mit an Bord. Die konsequente Haushaltskonsolidierung im Vorgriff auf die Schuldenbremse versetzt uns daher jetzt erst in die Lage, diese Krise kraftvoll zu bekämpfen. Die Schuldenbremse zeigt daher gerade jetzt, dass sie gut funktioniert. In guten Jahren solide Wirtschaften, um in Krisenzeiten den nötigen Spielraum zu haben. Die Schuldenbremse ist eben kein starres Schuldenverbot, wie der Herr Schalauske gesagt hat, sondern erlaubt notwendige Verschuldung in Zeiten wie diesen. Sie verpflichtet uns aber auch zur Rückkehr zum soliden Haushalten, wenn die Krise durchgestanden ist. Und genau das machen wir. Deshalb kann man schon sagen, die Schuldenbremse wirkt. Und deshalb lehnen wir Ihren Gesetzentwurf nach wie vor ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordnete Ruhl. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Frau Schardt-Sauer von der Fraktion der Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, zweite Lesung der Linken, Geldhahn aufgesetzt, hat man uns so als Titel überlegt. Die Linke lehnt die Schuldenbremse ab und will nun die Schuldenbremse aus der Verfassung streichen, komplett. Stattdessen soll die alte Regelung wieder eingeführt werden.
Und genau hier beginnt, das hatten wir schon im Ausschuss erörtert, und die rechtlichen Probleme bleiben, lieber Kollege Schalauske. Denn die alte hessische Regelung vor 2011, auf die Sie sich konzentrieren, entspricht nicht mehr den Regeln des Grundgesetzes. Und das ist einfach schlicht ad 1 ein handwerklicher Fehler. Darauf haben selbst die Anzuhörenden, wir haben ja auch darüber gestritten, wie die Wahrnehmung ist, also wir haben nur ganz wenige gesehen, wie andere Kollegen auch, die dem zustimmen. Selbst die Anzuhörenden, die inhaltlich der Schuldenbremse skeptisch gegenüberstehen, haben gesagt, das Gesetz, das Sie vorgelegt haben, der Entwurf ist handwerklich, aber dafür mäßig geeignet. Sie haben nämlich einen Gesetzentwurf eingebracht, der dem Bundesrecht zuwiderläuft. Und das ist ein Grund, warum die Freien Demokraten ihren Gesetzentwurf ablehnen. Ich will aber die Gelegenheit nutzen, weil ich denke, das ist für die Debatte, die uns noch häufig begleiten wird, der Frage des Umgangs und Bedeutung von Schulden, einen weiteren Grund nennen. Wir Freie Demokraten halten eine ungezügelte Verschuldung für den falschen Weg. Damit es klar ist, und das haben wir in jeder, und morgen Abend haben wir ja wieder so einen Teilaspekt daraus, ist, Schulden können notwendig sein, um beispielsweise in einer Notsituation, wir erleben gerade Lehrbuch und Praxis, zielgenau zu reagieren. Aber, darauf hat der Kollege Rühl zu treffend hingewiesen, wer ungezügelt Schulden macht, hinterlässt der kommenden Generation eine hohe Zinslast und engt den Gestaltungsspielraum ein, auch den politischen. Es mag ja sein, vielleicht ist das Ihr Plan. Sie haben ja auch eben erklärt, wie Sie zu Haushalten stehen. Aber damit das auch einmal konkreter wird, jetzt im April 2021, möchte ich Ihnen ein kurzes Zahlenbeispiel vortragen, das der von mir sehr geschätzte Kollege Otto Fricke, der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, in der vergangenen Woche als ein neuerlicher Rekordschuldenhaushalt von Finanzminister Scholz vorgelegt wurde, der Nachtragshaushalt, das Problem, wo er die Finger in die Wunden gelegt hat, wo wir uns alle überlegen müssen, wie gehen wir damit um. Otto Fricke hat verwiesen auf die fast unbemerkte, mit den großen Schlagworten, eingeleitete Wende am Zinsmarkt. Die 30-jährige Bundesanleihe, Anfang Januar minus 0,15, Mitte April plus 0,27, die 15-jährige Bundesanleihe, Anfang Januar minus 0,42, Mitte April 0,01, die 10-jährige Bundesanleihe, Anfang Januar minus 0,52, Mitte April minus 0,28. Der Bund hat derzeit, Februar 21, etwa 1,3 Billionen Schulden und nur 0,1, und deshalb habe ich diese Zahlen so sorgfältig vorgetragen, 0,1% mehr Durchschnittszins bedeutet 1,3 Milliarden mehr Zinsausgaben. Für 1,3 Milliarden, und jetzt fache ich Ihre gestalterische politische Fantasie an, könnte man allen Schülerinnen und Schülern bis einschließlich 2024 eingeschult werden, ein iPad mit Stift geben, 3,2 Millionen Schüler. Man könnte 117.000 Betreuungsplätze in der Kita-Betreuung schaffen. Das Land Hessen hatte Ende 2020 eine Verschuldung von 44 Milliarden Euro. Das allseits geliebte, oft zitierte schwarz-grüne Sondervermögen nicht mitgerechnet. Und nur 0,1 Durchschnittszinserhöhung bedeuten dann, runtergebrochen für uns, womit wir uns hier befassen müssen, 44 Millionen mehr Zinsausgaben. Und davon könnte man, werte Kolleginnen und Kollegen, einem Jahrgang die Erzieherausbildung vergüten, den Landesanteil zur Kofinanzierung der Annexe zum Digitalpakt Schule mehr als verdoppeln, bisher dreimal knapp 13 Millionen, gleich 39 Millionen. Was für Investitionen könnten das sein? Und eine Politik, die rechnen kann, muss auch diese Zinsentwicklung, wie gesagt, das sind Zahlen, schauen Sie sich an, die müssen wir im Blick haben, immer mehr Schulden
Bei nun wieder steigenden Zinsen haben Konsequenzen. Die in der Hessischen Verfassung verankerte Schuldenbremse ist ein Garant, dass die öffentlichen Haushalte gerade einmal begonnen haben, sich zu konsolidieren. Die Konsolidierung wird nach Überwindung der Corona-Pandemie weiter fortgesetzt werden müssen. Das ist generationengerecht, und das ist solide. Und übrigens, werte Kollegen von den LINKEN, das ist unser Empfinden von Gerechtigkeit, der kommenden Generation keinen Trümmerhaufen zu hinterlassen. Deshalb werden wir diesen Gesetzentwurf von Ihnen ablehnen und bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abg. Schardt-Sauer. Als Nächstes hat sich der Abg. Heidkamp für die AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Wiesler, sehr geehrter Herr Schalauske. Herr Schalauske, aus eigener Erfahrung würde ich Ihnen unverschämterweise anraten, einmal eine kleine Tour in einer Wirtschaftsfunktion zu machen. Sie würden feststellen, dass viele von Ihnen verwendete Begriffe in der Welt der Wirtschaft, da wo man das Geld verdient, was Sie hier ausgeben, vollkommen anders verwendet werden. In der Vorbereitung der zweiten Lesung Ihres Gesetzentwurfs zur Abschaffung der Schuldenbremse hat sich der Haushaltsausschuss mit allergrößter Mehrheit gegen Ihren Vorschlag ausgesprochen. Sie hatten für den Haushaltsausschuss umfangreiche schriftliche Stellungnahmen zu dem Komplex Schuldenbremse erarbeiten lassen. Die Mehrheit der Ausarbeitungen in Ihrem Sinne, da muss ich gefehlt haben. Das Meinungsbild konnte durch diese Ausführungen jedenfalls nicht verändert werden. An unseren Begründungen gegen eine Abschaffung der Schuldenbremse können wir daher keine Abstriche machen. Wir werden im Gegensatz am Donnerstag in der zweiten Lesung unseren eigenen Gesetzentwurf für eine Aufnahme eines Zweidrittelquorums für Abweichungen vom Verschuldungsverbot in die Verfassung plädieren. Wir können nicht nachvollziehen, warum Sie Investitionen, die von uns ja ebenfalls als notwendig anerkannt werden, immer nur mit einer weiteren öffentlichen Verschuldung erreichen wollen. Wir halten nach wie vor an dem Prinzip fest, dass die Verschuldung des Staates zurückgeführt werden muss. Die Schuldenbremse in der Verfassung ist sicher kein ideales Mittel, aber wir sehen kein besseres. Nachdem in früheren Verfassungen schon verschiedenste Ansätze formuliert und auch ausprobiert wurden. Bei ausreichend vorhandenem privatem Kapital ist es für uns nicht ersichtlich, dass Investitionen, insbesondere im unternehmerischen Umfeld, in zunehmender Weise von den öffentlichen Haushalten finanziert werden müssen. Wenn Sie heute zu einer Bank gehen und ihr drohen, bei ihr 100.000 Euro anzulegen, werden Sie mit Strafzinsen belegt. Das ist doch ein Wahnsinn, dass Sie im gleichen Umfeld verlangen, Investitionen mit Schulden zu finanzieren. Wir mussten leider lernen, dass Schuldenbremsen, die man mit einfacher gesetzlicher Mehrheit wirkungslos machen kann, nicht die notwendige disziplinarische Wirkung auf Regierungen ausüben. Genau dafür waren sie aber in die Verfassung geschrieben worden. Nach unserer Auffassung muss die Rolle des Staates auf den verschiedenen Ebenen Land, Bund, Europäische Union zurückgeführt werden, was einschneidende Maßnahmen notwendig macht, um zumindest die weitere Verschuldung der Haushalte unmöglich zu machen. Ein Wort, das in Ihrem Vortrag auch nicht vorkommt, Herr Schalauske, ist das Wort Tilgung. Wir begrüßen den Vorschlag des Rechnungshofs, die Schuldenbremse im Rahmen der DOPIK weiterzuentwickeln und mit der doppelten Buchführung bereitgestellte Informationen verstärkt als Steuerungsgrundlage zu verwenden. Das war meine Bemerkung der kleinen Tour durch die Wirtschaft. Da wird das so gemacht.
Eine solche Betrachtung wird sofort klarmachen, dass wir alleine schon aufgrund der bevorstehenden demografischen Entwicklung und der heute in den Haushalten bisher nicht aufgeführten Nachhaltigkeitslücke nicht um eine Revidierung der Ausgabenpolitik umhinkommen werden. Vergessen Sie bitte nicht, dass die Verschuldung des Bundes und auch der Europäischen Union in ihren Anteilen auch von den hessischen Bürgern getragen werden müssen. Es geht nicht nur um den hessischen Haushalt. Ihr Antrag geht in die falsche Richtung, und wir können Ihnen deshalb nicht zustimmen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Heidkamp. Als nächstes hat der Abgeordnete Kaufmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Bitte schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt am Ende des heutigen Tages ist dieses Thema eigentlich, verehrter Kollege Schalauske, ein bisschen zu groß, wenn man es ernsthaft betreiben will. Sie haben es versucht, aber ich meine, es ist nicht gelungen, an diese Zeit und bei dieser Aufmerksamkeit, wie ich sie hier spüre, ist eine differenzierte Debatte über Finanzierungsprobleme öffentlicher Hände ganz sicherlich nicht vernünftig zu führen. Das merkt man auch an der geringeren Aufmerksamkeit. Und ich komme gleich auf einige Beiträge noch zu sprechen. Was in der ersten Lesung von unserer Seite vorgetragen wurde, gilt unverändert. Die Anhörung hat in dieser Richtung auch keine neueren Erkenntnisse gebracht. Insoweit kann ich mich darauf beziehen und muss es nicht wiederholen. Aus der Anhörung allerdings ist durchaus ein interessanter Aspekt zum Weiterdiskutieren, und das ist die Stellungnahme des Rechnungshofs, der in verschiedenen Aspekten, teilweise historischer Betrachtung, teilweise auch perspektivischer Betrachtung, einiges von sich gegeben hat, was sicherlich vertieft diskutiert werden muss, weil wir in der Tat die Doppik und die Schuldenbremse noch zueinander bringen müssen, weil derzeit ist die Schuldenbremse ein rein kamerales Instrument, was nur auf den Cashflow des jeweiligen Jahres schaut und nicht auf die Vermögenssituation insgesamt. Gestatten Sie mir, dass ich doch noch ganz kurz auf einige Bemerkungen meiner Vorrednerinnen eingehe. Erstens. Es handelt sich um eine Schuldenbremse und insoweit um kein Schuldenverbot. Verehrter Kollege Schalauske, insoweit ist Ihre Behauptung, wir hätten, wir jetzt die Mehrheit hier in diesem Hause, hätten die Schuldenbremse im Sommer vergangenen Jahres sozusagen ausgesetzt oder gar faktisch beseitigt, völlig falsch. Wir haben sie angewendet, weil zur Bremse immer auch genau die Maßnahmen gehörten, und die überall auch so definiert sind, dass in bestimmten Situationen eine Kreditfinanzierung notwendig ist. Wenn ich mich der verehrten Kollegin Schardt-Sauer kurz zuwenden darf, Sie haben so Rechenspielchen mit Zinskosten gemacht. Nur Ihr Conclusio ist zumindest insoweit für den gegenwärtigen Zeitpunkt falsch, wenn Sie selber darstellen, dass die öffentlichen Hände im Augenblick Negativzinsen kassieren können für ihre Kredite, dann ist die gesamte Argumentation insoweit nicht zutreffend, dass wir mit mehr Schulden im Augenblick mehr Einnahmen erzielen würden. Nicht, dass ich das propagiere, nur man sollte sozusagen bis zu Ende richtig denken. Und das haben Sie in dem Fall nicht getan. Das falsche Argument angewendet ist auch, denke ich, ein kleiner Denkfehler, kann man machen. Aber ist natürlich nicht richtig. Mal abgesehen davon, festzuhalten ist, insoweit brauchen Sie auch nicht besorgt zu sein, dass wir in den letzten Jahren in der Vergangenheitsbetrachtung und in den kommenden Jahren, was die Zukunftsbetrachtung angeht, ganz sicher nach Lage des Marktes unsere jährlichen Zinsaufwendungen weiter reduzieren werden, ganz unabhängig von der Frage, wie insgesamt die Kreditsumme des Sondervermögens am Ende aussehen wird. Das heißt, genau das Argument, dass wir nicht generationengerecht betrachten, Herr Abgeordneter Kaufmann, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Ist unzutreffend. Nein, danke. Insoweit komme ich auch zum Schluss und will einen letzten Gesichtspunkt noch einmal anmerken. Verehrter Kollege Schalauske, Sie haben in Ihrer Rede selber dargestellt, dass Sie alles Mögliche nicht bedacht haben. Doch, Sie haben es bedacht.
nur zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht. Das sind die Argumente, dass das Grundgesetz noch gilt und anderes weitere. Wichtiger ist für mich, dass Ihr Gesetzesantrag, wenn der denn zustande käme und die Verfassung entsprechend geändert würde, dann in der Tat die Notfallregelung, die ja Sie auch immer hier mitgetragen haben, erst einmal beseitigen würde. Und zu sagen, wir würden ja dann noch ein Gesetz gemacht haben, ist vielleicht doch ein bisschen unterkomplex. Man sollte für ein Problem, wenn man es erkennt, eine Komplettlösung vortragen und nicht sagen, man könnte ja mal hier einen Versuch machen, etwas abzuschaffen, weil und dann noch sozusagen halblaut dazu zu sagen, Sie glauben nicht an sich selbst und dass es erfolgreich sein wird. Das, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist sicherlich eine Art der politischen Vorgehensweise, die mehr Zeit kostet, als dass sie Nutzen bringt. Insoweit unser Fazit. Der Gesetzentwurf geht aus unserer Sicht, wie bereits in der ersten Lesung dargestellt, in die falsche Richtung. Er löst keine Probleme. Es gibt noch eine Zwischenfrage von Herrn Abg. Schalauske. Verehrte Frau Präsidentin, deshalb werden wir den Gesetzentwurf ablehnen und ich keine weiteren Fragen beantworten heute. Vielen Dank, Herr Abg. Kaufmann. Vielleicht kann man es ja auch bilateral klären. Als nächstes hat der Abg. Kaffenberger für die SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zunächst ein paar allgemeine Worte heute Abend noch zum Thema Staatsverschuldung und zu deren Bewertung voranstellen. Das leider häufig verwendete Bild der schwäbischen Hausfrau als Synonym für Sparsamkeit ist aus verschiedenen Gründen keins, das wir anwenden sollten. Mein Fraktionskollege Thorsten Warnecke hat es schon in der ersten Lesung des Gesetzentwurfs aus gutem Grund in der Debatte auf Japan verwiesen, denn die Zusammensetzung der staatlichen Schulden spielt eine wesentliche Rolle, nämlich die Frage, wer hält denn die Staatsverschuldung, also die Staatsanleihen. In Japan sind es vor allen Dingen die Menschen im Inland, und das erlaubt eben eine höhere Staatsverschuldung. Im besagten Bild, das wir nicht anwenden sollten, macht es ja natürlich auch einen Unterschied, ob das Geld beispielsweise von der eigenen Tochter, einem Neffen oder eben von einer Bank geliehen wird. Zudem stellt die Wissenschaft längst die Schuldenquote als relevante Zielgröße infrage. Selbst die Ökonomen Clemens Fust und Marcel Fratscher sind sich einig, dass besonders in einer Phase der niedrigen Zinsen es vielmehr auf die Zinsquote ankommt. Und wenn sogar die Chefs von IFO und DEW sich einig sind, werte Kolleginnen und Kollegen, und Professor Bofinger in seiner Stellungnahme auf Lars Feld hinweist, dann wird doch deutlich, wir brauchen eine Debatte über die Schuldenbremse, auch auf hessischer Ebene, aber bitte eine differenzierte. Und wenn ich dann den Debattenbeitrag der CDU hier gehört habe, dann frage ich mich doch schon manchmal, hört die CDU denn nicht mal mehr den konservativen Ökonomen zu? Und bei der LINKEN ist es so einfach, wie die sich machen, mit diesem Gesetzentwurf ist es leider nicht. Sie fordern in dem vorliegenden Gesetzentwurf, die Schuldenbremse aus der Landesverfassung zu streichen und durch die alte Regelung zur Kreditaufnahme zu ersetzen. Das ist dann die, die vor der Verfassungsänderung galt. Wir haben es heute auch schon ein paar Mal gehört. Werte Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN, die Welt hat sich seitdem weitergedreht, und der Stand der Debatte ist eben eine andere. Und zurück zur alten Regelung von vor 10 Jahren wäre ein Schritt zur Seite, aber sicherlich kein Schritt nach vorne. Die Begründung zum Gesetz fehlt gänzlich, und auch in den schriftlichen Anhörungen war die Resonanz, sagen wir mal, verhalten. Auch wenn der DGB und Professor Bofinger inhaltlich die Stoßrichtung des Gesetzentwurfs natürlich grundsätzlich begrüßen, so finden sich auch in vielen anderen Stellungnahmen irgendwie die rechtlichen Probleme. Beispielsweise der EPSIS-Stellungnahme ist zu entnehmen, dass es um einen Gesetzentwurf von, Zitat, rein symbolischer Bedeutung handelt, der nicht im Einklang mit bundesrechtlichen sowie unionsrechtlichen Vorgaben ist. Wir haben auch in der Debatte schon etwas dazu gehört. Die Bundesbank führt ja auch konkret aus, dass unklar bleibt, inwiefern er den Anforderungen von Artikel 109 Absatz 3 des Grundgesetzes erfüllt. Und wenn ich da zitieren darf, ohne Erfüllung dieser Anforderungen würde der Artikel 109 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz zu einem generellen Neuverschuldungsverbot führen. Und dies würde, Zitat, die Reaktionsmöglichkeiten Hessens in Krisenzeiten im Vergleich zu der derzeitigen Landesregelung erheblich einschränken. Übersetzt.
Übersetzt für die Menschen, die kein Jura studiert haben, können wir sagen, was DIE LINKE hier macht, ist maximal verschlimmbessern. Und das kann nicht in unserem Sinne sein. Der Gesetzentwurf geht dabei bei einer wichtigen Debatte leider etwas am Thema vorbei und ist handwerklich einfach nicht sauber. Und wenn es doch nur darum geht, die gesellschaftliche Debatte zur Schuldenbremse zu befördern, was ich auch ausdrücklich begrüße, und am Ende vielleicht, wie Sie es wollen, Herr Schalauske, ja auch für das Ende der Schuldenbremse am Bund etwas beizutragen zu der Debatte, dann hätte es doch an der Stelle auch eine Aktuelle Stunde getan und kein Gesetzentwurf, der nicht ganz formal korrekt ist. Oder DIE LINKE, hat, wie es in der Debatte ja auch schon angesprochen wurde, sich etwas mehr Zeit genommen und schon einen ausführlicheren und tauglichen Gesetzentwurf eingebracht, vielleicht noch gleich mit einem Ausführungsgesetz mit dabei, und dann wäre auch der ein oder andere Kritikpunkt schon weg gewesen. Aber so kurz, wie der vorliegende Gesetzentwurf ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, so kurz will ich auch meine Rede an der Stelle halten. Es ist schon spät. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die SPD-Fraktion lehnt den Gesetzentwurf in der Form ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Kapfenberger. Für die Landesregierung hat dann Staatsminister Boddenberg das Wort. Ja, Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, erst einmal herzlichen Dank für die, ich finde, sehr sachliche Debatte. Zu den Inhalten ist alles gesagt worden. Herr Schalauske, was Sie hier machen, ist der Versuch, irgendeine Note zu hinterlassen mit Blick auf die wahrscheinlich, und da stelle ich mal Blick auf die Bundestagswahl. Wissen Sie, die Welt, in der Sie leben, ist eine andere Welt, in der wir alle anderen leben. Im Parlamentarismus ist es üblicherweise so, dass sich Fraktionen und Parteien ihre Meinung bilden. Und Sie haben mitbekommen im Haushaltsausschuss, dass Sie da ziemlich alleine stehen mit Ihrer Auffassung, nämlich das Rad zurückzudrehen, zu einem Zeitpunkt deutlich vor der Finanz- und Wirtschaftskrise, die wir gehabt haben, die ja schließlich seinerzeit Auslöser gewesen ist für diese grundgesetzliche Regelung. Also das müssen wir inhaltlich nicht mehr diskutieren. Und wissen Sie, wenn Sie noch einen Beleg dafür brauchen, dass das Ganze eher deklaratorischen Charakter hat und in Wahlprogrammen irgendwann stehen wird, dann empfehle ich dir mal den Blick in unser Nachbarland Thüringen. Ich glaube, da regiert Ihr Lieblingsministerpräsident Ramelow. Ich hatte zufälligerweise heute Abend noch die Frau Kollegin Taubert, die Finanzministerin Thüringens, in einer Veranstaltung, die ganz stolz davon sprach, dass Thüringen bis zur Corona-Krise Schulden abgebaut hat, also das Gegenteil von dem gemacht hat, was Sie hier vorschlagen, und das übrigens mit auch entsprechenden Überschriften bis ins neue Deutschland, Landesregierung, Ramelow an der Spitze, wollen mit dem, was 2018 beispielsweise übrig geblieben ist, A, Schulden tilgen und etwas auf die hohe Kante legen für schlechte Zeiten. Also, das zeigt ja, dort, wo Sie, Gott sei Dank kommt das nicht so häufig vor, Regierungsverantwortung haben und seriös Politik machen müssen, kommt niemand der LINKEN auf die Idee, Entschuldigung, mit einem solchen Gesetzentwurf um die Ecke zu kommen. Ich bleibe dabei, das ist ein bisschen Kasperletheater, und das wissen Sie auch selbst. Und wir haben es gemerkt, und damit will ich schon bewenden lassen. Ich könnte jetzt auch noch ein Tick polemisch werden und Sie nach Ihren Vorstellungen der Währungspolitik der Europäischen Zentralbank fragen. Dazu kommt dann aber nichts. Wahrscheinlich ist Ihr Rezept von einer ungezügelten Schuldenmacherei Gelddrucken. Doch, jetzt sage ich es doch noch, die Inflationsraten in Venezuela lassen grüßen. Da druckt man nämlich wirklich, da druckt man Geld, Frau Kollegin Wissler. Sie sind ja hin und wieder dort. Wenn man wieder hin darf, werden Sie es wahrscheinlich auch wieder machen. So, und insofern kein so richtig tolles Erfolgsmodell, das Sie anführen könnten für Ihre Form der Haushaltsführung. Also, herzlichen Dank. Das musste noch einmal sein. Schönen Abend. Vielen Dank, Herr Staatsminister Boddenberg. Wir könnten jetzt wieder ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Ein bisschen Ruhe, wir haben es bald geschafft. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Ende der Aussprache angekommen. Abstimmen tun wir in naher Zukunft über den Gesetzentwurf.